Ach ja, Luke, ich sollte dir besser wohl erklären, wie wir uns von Ort zu Ort bewegen können. Zu Ort. Berühr einfach das Schuhsymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Danach erscheinen Pfeile auf dem Touchscreen. Berühre einen davon, um in diese Richtung zu gehen. Ein Zeigefingersymbol zeigt dir Türen und Eingänge an, welche du betreten kannst. Also merk dir, wenn du einen Ort verlassen möchtest, dann tippe einfach das Schuhsymbol an. Okay. Schnobert! Oder sie! Willst du? Wir sind besonders für eines bekannt. Unsere Rätsel. Ja, ja. Ach, und bevor ich es vergesse. Für jedes gelöste Rätsel erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl Pikarat. Je schwieriger das Rätsel, desto mehr Pikarat bekommt ihr dafür. Man sagt, es geschehen wunderbare Dinge, wenn man genug Pikarat hat. Was für Dinge? Na, das ist doch was. Ihr könnt gleich mit diesem kleinen Rätsel üben. Denkt gut nach, bevor ihr antwortet. Was für Dinge? Rätsel! Das sind aber keine schönen Dinge. Ich dachte vielleicht, das weiß ich nicht. Diese vier Zylinder sind alle gleich hoch, nur ihre Krempen sind verschieden breit. Mit anderen Worten, die Höhe ist stets dieselbe, nur die Breite ist von Hut zu Hut verschieden. Einer der vier Zylinder hat eine Krempe, die genauso breit ist wie der Zylinder hoch. Welcher ist es? Du, dieses Rätsel, als ich das erste Mal gelöst habe... Ist einen Zug zu lösen. Ja, das auch. Nein, als ich das erste Mal gelöst habe, habe ich das nicht mal richtig gelöst. Also beziehungsweise konnte ich es eigentlich gar nicht richtig lösen, weil ich das auf dem Emulator gespielt habe und da waren beide Bildschirme gestaucht, damit sie auf den gesamten Bildschirm gepasst haben. Das ist schlecht. Ja, also, das könnte sein. Das ist so hoch. Ah. Ah? Mhm. Ah. Ja. Kann ich ein Lineal haben? Nein! Oh. Ey, kann man... auf dem Bildschirm kann ich gar nicht erkennen, ob er jetzt... wie er jetzt das Gesicht macht, damit man gleich beim dritten Bildschirm erkennen kann, ob man es richtig oder falsch hat. Das macht mir zusätzliches Angst. Spannungselement. Ja. Warum weißt du, dass es A war? Weil ich bei solchen Rätseln gelernt habe, dass es immer das ist, von dem man eigentlich meint zu glauben, dass es ein Tick zu klein ist. Ah, okay. Und C sah richtig aus. Deswegen kann es nicht stimmen. C sah richtig aus, also konnte es C nicht sein, ja. B richtig. Ist zu klein eindeutig und D viel zu groß. Ja. Eindeutig. Optische Täuschung, Dutzende bekannte Täuschungen. Wie weit ist die Welt gekommen, wenn man den eigenen Augen nicht mal mehr trauen kann? Richtig. Bravo. Wie weit ist die denn gekommen? Bis nach Samystère. Offenbar habt ihr den Bogen raus. Manchmal muss man einfach nur alle Möglichkeiten einmal ausprobieren. So haben wir doch gar nicht. Aber es gibt auch viele Rätsel, die sich nicht durch bloßes Probieren lösen lassen. Wenn ihr falsch antwortet, bekommt ihr für das Rätsel weniger Pikarat. Ganz schön gemein, nicht wahr? Blödsinn. Außerdem, ich hatte mal ein Rätsel, bei dem hatte ich 100 verschiedene Möglichkeiten, von 0 bis 99. Ich habe nicht mal 10 davon gebraucht, um zu merken, dass die Antwort 0 war. Obwohl ich nicht mal den Rätseltext lesen konnte. Wenigstens wird nicht jedes Mal Pikarat abgezogen bis zum Ende, aber daran seht ihr, wie wichtig es ist, gut nachzudenken und selbst auf die Lösung zu kommen. Ja. Na dann, viel Glück, ich drücke euch die Daumen. Ich drück dir auch irgendwas die Nase ein oder so. Hehehe. Hehe, ihr seid aber zwei fesche Gestalten. Ihr seid neu hier in St. Mystère, nicht wahr? Ich heiße Schnurrbert und ich habe einen kleinen Tipp für euch parat. Man kann auch das Fass dort neben der Tür berühren. Nicht fragen, ausprobieren. Wow, man kann Dinge berühren. Ja, Entschuldigung, ich höre schon auf. Oh Gott, ja, ich muss unbedingt mal Unearthed Let's Play nochmal. Ich habe sie heute Mittag schon vorgeschlagen, du wolltest nicht. Ach so! Ja, ich wusste ja nicht, dass es so gut sein würde. Aber jetzt ist es nicht mehr blind. Ach, egal. Ich kann mir ja die Augen dabei verbinden, das wäre sogar wahrscheinlich eine gute... Es würde was helfen, Es würde was helfen bei dem Spiel. Hehe, gut, nicht wahr? Hier im Dorf nennen wir das, was ihr gefunden habt,
eine Hinweismünze. Wenn ihr mal vor einem richtig schwierigen Rätsel steht, seid ihr für jeden Hinweis dankbar. Und genau dann könnt ihr euch mit euren Hinweismünzen wieder auf die Sprünge helfen lassen. Jetzt denkt ihr sicher, dass sich alle Rätsel damit wie von selbst lösen lassen, was? Das stimmt auch. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Hinweismünzen, die mehr sind, als ihr eigentlich braucht. Also, setzt eure Münzen so viel ein, wie ihr wollt. Damit ihr harte Nüsse bekommt, wenn ihr nicht weiter wisst. Was? Für den Salat. Ihr braucht harte Nüsse für einen Nusssalat. Übrigens stecken die Hinweismünzen nicht immer in Fässern. Untersucht besser alle verdächtigen Objekte. Ey, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt die ganze Zeit machen, ich müsste eigentlich das auch mal einspielen dann mittendrin. Worauf wir da anspielen. Kannst du ja noch nach. Kann ich ja dann. Genau, das wird so ein Doppel-Let's Play. Mit Dahlia zusammen. Hieß die so? Ich glaube schon. Nee, Dahlia war hier drin. Hieß sie da nicht auch Dahlia? Das kann sein. Oder Daniel. Daniel. Das muss es sein. Okay, ich habe noch mehr Schnurrbart-Weisheiten. Untersucht das Schild an dem Gebäude dort. Na los. Das ist bestimmt was Neues. Ja, du hast einen Rätsellöse-Anhänger gefunden. Was ist das denn? Ein Rätsellöse-Anhänger. Ach so. Hehehe, du hast gerade einen Rätsellöse-Anhänger gefunden. Komm schon, wir wissen doch alle, dass du etwas Originelles in diesem Remake erwartet hast. Das gibt der neuen Versionen. Was? Das gibt der neuen Versionen einen besonderen Charme, oder? Charms. Jetzt denkst du bestimmt, dass diese Anhänger spaßig klingen, oder? Aber sei bloß vorsichtig mit ihnen. Hehehe, hast wohl gedacht, dass ich sowas sagen würde, hm? Keine Angst, ich mach nur Scherze. Diese Anhänger sind ungefährlich. Was mit diese Anhänger einsetzt? Nun ja, das verrate ich nicht. Aber du kannst mir glauben, dass sie einen Nutzen haben. Doch du musst selbst herausfinden, wie man sie einsetzt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Jo. Hm. Und ich glaube, da oben in dem Schild ist noch was. Das könnte sogar ein Rätsel sein, in dem Hotelschild. Blim. Nee, doch nicht. Verdammt. Blim, blim. Oh. Finden Sie nicht, wir sollten uns zur Villa begeben, Herr Professor? Nein. Eigentlich ist da nur ein... Oder? Nee, wir haben zwei Hinweismünzen gerade noch gefunden nach der einen, ne? Ich glaube, wir sind durch. Professor, sollten wir nicht vielleicht den Stand unserer Ermittlungen festhalten? Den Stand unserer Ermittlungen? Ist das so Scotland Yard, ein Außenstand, so einer, den man aus Holz baut und sich da hinstellt? Der Stand? Mit so einem Banner oben dran. Der Stand der Ermittlungen. Das ist der Stand der Vermittlung. Ja, genau. Vermittlung? Das ist ein brillanter Vorschlag, Luke. Lass mich dir erklären, wie du deinen Fortschritt speicherst. Berühre zuerst den Koffer oben rechts auf dem Bildschirm. Hier kannst du durch Berühren der Symbole allerlei Dinge tun und viele Unterlagen einsehen. Berühre das Speichern-Symbol, um deinen Fortschritt festzuhalten. Leider nur möglich für Leute aus Schleswig-Holstein, mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Berühre das Tagebuch-Symbol, um Notizen zu unseren Abenteuern in Saint-Mystère einzusehen, meine ich. Öffne den Rätselindex durch Berühren des Rätselindex-Symbols. Hier siehst du alle Rätsel, die du bisher entdeckt hast, auf einen Blick, in einem Index. Auf dem Index. Der Rätselindex, das sind alle indizierten Rätsel, die nicht jugendfrei sind oder nicht verkauft werden dürfen. Neben gelösten Rätseln erscheint ein Häkchen, gefundene, aber noch ungelöste Rätsel haben keines. Im Rätselindex kannst du alle bereits gelösten Rätsel erneut versuchen. Ungelöste Rätsel hingegen können nur am jeweiligen Fundort gelöst werden. Scheue dich nicht, den Koffer für unsere Ermittlungen zu verwenden. Du gewöhnst dich bald daran.
Aber genug erklärt. Lass uns zur Villa Reinhold. Reinhold, glaube ich. Reinhold? Reinholding. Ja. Ein Pfeil wird uns den Weg auf der Karte zeigen. Wir müssen nur in die entsprechende Richtung gehen. Das ist kein Pfeil, das ist ein Kreis. Aber ja, doch, da ist ein Pfeil an dein Ziel. Gehen Sie voraus, Professor. Niemals! Doch, ja. Eigentlich müssten wir wieder alles durchsuchen erstmal. Zur Villa Reinhold. Reinhold. Du sollst in die Villa Reinhold. Marker Dorfplatz. Marker Dorfplatz. Einen Hinweis, Munz. Die Uhr hat, glaube ich, irgendwas. Ich wusste es. Dieser Glockenturm sieht ja wirklich heruntergekommen aus. Dabei ist er noch da oben. Ob die Uhr noch funktioniert? Apropos Uhren, ich kenne da ein schönes Uhrenrätsel. Hör zu. Uhrzeiger, 50. Eine handelsübliche Uhr mit Ziffernblatt hat zumindest zwei Zeiger, den kleinen für Stunden, den großen für Minuten. Der große bewegt sich schneller als der kleine. Angenommen, dass die Uhr exakt geht, wie oft überholt der große Zeiger den kleinen zwischen 12 Uhr mittags und 12 Uhr nachts? Also ich würde ja jetzt sagen, 22 ist falsch. So, also ich würde sagen, überholen kann man zu 0 Uhr, also 12 Uhr mittags nicht sagen. Warte mal. 13 Uhr 6. Mhm. 14 Uhr 10, sagen wir mal. Ja. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was 11. ist dann? Warte mal, ist das 11? 11 also mal, 10 Uhr. Ich sagen. 11 nee, mal. Warte mal. Warte mal. Nee, um. Genau, also wir haben ja. Um 14 Uhr, was? 13 Uhr 5 ungefähr. 14 Uhr 10, 15 Uhr 15, 16 Uhr 20, dann und so weiter und so fort. 17 Uhr 25, 18 Uhr 30, 11 Uhr 55 ist aber nicht dabei. Warum nicht? Weil er dann eigentlich so Stimmt. ist, dass er bei der 12 ist. Ich sage, es sind 10. Stimmt, hast recht. Huhu! Ja, ja. Weil man mit ja. Nicht mit den paar Sekunden drüber gerechnet hat. Genau. Also da ist es Konvergenz. Es nähert sich immer dem anderen Zeiger an, aber er kommt dort nie an. Stimmt, genau. Kennst du das mit Achilles und der Schildkröte? Ja. Genau das ist so ein Ding. Das Achilles-Paradoxon. Ja. Dass im Grunde die Schildkröte immer eigentlich ein Stück weiter ist als er. Naja, der würde ja schon überholen, würde einfach weiterlaufen. Genau, also würde das nicht sich ins Unendliche, zeitlich ins Unendliche ziehen. Wir haben... Versehentlich. Gut ja. gemacht, dein Junge, hat er nur gesagt. Hurra! Bravo, mein Junge! Yay, eine Hinweismünze. Wie viele habe ich denn schon gehabt? Ich habe keine Ahnung. Zwei mindestens. Zwei mindestens. Bin mir aber nicht sicher. Aber es steht auch, da ist Nummer 3 und jetzt den Typen. Oh, hallo. Ich bin Percy, sozusagen der inoffizielle Dorfschriftsteller St. Mysters. Zur Villa Reinhold. Einfach die Straße rechts hinein. Sie ist riesig, ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Die Straße? Die Villa. oder die Straße-Villa? Wozu? Die Straße oder die Villa, ja, eben. Vielleicht können wir auch die Baronin nicht verfehlen. Sie ist riesig. Versucht mal anhand meiner Beschreibung herauszufinden, in welchem Haus ich wohne. Das interessiert euch wahrscheinlich nicht, aber ich will euch trotzdem... ein Rätsel stellen. Ich mache euch ein Angebot. Wenn ihr das Rätsel löst, erzähle ich euch etwas über dieses Dorf. Das wollen wir auch nicht wissen. Nun, was sagt ihr? Ihr versucht es doch, oder? Schließlich ist ein Literat nichts ohne sein Publikum. Literat, Schmitterat, sage ich ja immer. Finde das Haus. Finde mein Haus. Ach, das Ding. Findest du mein Haus? Verlasse mein Haus und geh nach links. Ach so.
Geh an der ersten Kreuzung nach rechts. Wenn du an der nächsten Kreuzung erneut rechts abbiegst, blickst du der Morgensonne entgegen. Kreise mein Haus ein. Warte mal, also Morgensonne. Dann, Morgensonne ist im Osten, genau. Das heißt, wir müssen in die Richtung aus dem Haus rauskommen. Jawohl. Also, welches Haus ist denn das einzige, wo... Oh, ich sehe es schon. Wo ist es denn? Ah, hier oben. Da oben, genau. Hä? Warte mal.